Ausgerechnet in der Partie gegen den Tabellenführer hatte der SV Schermbeck arge Personalnöte. Unter anderem fielen die Urban-Brüder Stürmer Agbo und Benne Jansen aus. Der Tross aus der Domstadt in Karnevalslaune. Ihre Elf stand schon vor der Partie als klarer Herbstmeister fest. Und die mitgereisten Anhänger wollten den Abschied ihres Kapitäns Mike Wunderlich feiern, der zur Rückrunde zu Zweitligist FSV Frankfurt zurückkehren wird. Der Gast in Schwarz auch direkt mit viel Druck. Der flinke Kevin Schöneberg legt von rechts in den 16er. Dort steht Dennis Schmidt und schon heißt es 0:1. Die Viktoria finanzkräftig und gespickt mit Spielern wie eben Wunderlich oder auch Markus Kukielka, ehemals Energie Cottbus. Ja, und der stand in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Freistoß Köln, der Ball lange unterwegs und Mutterseelen allein, eben dieser Kukielka. 21 Minuten gespielt, der Gast mit 2 Toren vor. Und nur eine Minute später. Langer Ball auf Müller, der hat viel Platz und das Auge für den Mitgelaufenen, Mike Wunderlich. 3:0 für Köln, die Messe für Schermbeck wohl schon gelesen. Der Dank des Torschützen Mike Wunderlich nicht nur dem Passgeber, sondern auch den Fans der Viktoria, die ihn durchgehend feierten. Schermbeck jedoch konsterniert, fast ohne Offensivaktion. Dann plötzlich, zu schnell für die Kameras, Klimczok auf Seyd Erzoy, Anschlusstreffer SVS. Neue Hoffnung für die Roten? Erstmal wieder die Viktoria, der nächste Angriff. Wunderlich auf Schmidt und der hat zu viel Platz und keine Mühe. 1:4 zur Pause aus Sicht der Gastgeber, die sich viel zu bereitwillig ihrem Schicksal ergaben und teilweise wie eine Jugendmannschaft verteidigten. Ja gut, Schülermannschaft, den Begriff habe ich auf der Tribüne auch ein paar Mal gehört. Die Gegentore, die fallen auch aus meiner Sicht viel zu einfach, ohne große Gegenwehr. Und da ist der eine oder andere Spieler einfach für diese Liga überfordert. Das ist, muss man schon klar auch sagen. Überfordert war das Team von Trainer Martin Strötzl auch in Hälfte 2. Wir würden gerne so etwas wie Spannung aufbauen, aber es spielte nur der Gast. Hier entschärft Torwart Schneider. Die Viktoria erhöhte dann noch das 5:1 durch David Müller, der eine unglückliche Schneiderparade abstauben kann. Und zu allem Ärger gab es dann nach diesem Zweikampf von Andreas Altenbeck 11 Meter. Wunderlich tritt an und verwandelt. 6:1 für Viktoria Köln, der Endstand, und der Kapitän verabschiedet sich von den Fans mit 2 Treffern. Der sympathische Mittelfeldspieler nach der Partie emotional berührt. SVS-Trainer Martin Strötzl hingegen, er bedient. Wir müssen sicherlich auch uns Gedanken machen, ob wir im Defensivbereich nicht versuchen, uns da noch zu verstärken. Weil sonst macht auch so eine Rückserie keinen Spaß, wenn du weißt, dass du zu viele Gegentore kriegst. Das ist nicht gut.